Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part von Splatoon 3 Online. Heute auch wieder eine Challenge, aber ohne die anderen. Denn die heutige Challenge, die kann ich nur alleine machen. Weil ich finde, wenn ich das mit den anderen zusammen machen würde aus der Community, boah, da müsste ich schon viel von den anderen verlangen, einstellungstechnisch und all sowas. Und ja, deshalb mache ich das jetzt alleine. Und zwar ist heute mein komplettes Spiel gespiegelt, wie ihr hier gerade sehen könnt. Die Schrift ist gespiegelt, alles ist gespiegelt, aber meine Steuerung ist normal. Ne? Meine Steuerung ist so geblieben, wie sie halt normal ist, aber das heißt, dadurch, dass das Spiel gespiegelt ist, für euch und für mich, werde ich halt ständig in die falsche Richtung laufen und so. Ne? Ich glaube, geradeaus könnte noch gehen, weil es ist horizontal gespiegelt, ne? Nicht vertikal, deshalb geradeaus dürfte gehen, aber so rechts, links, es dürfte schwierig werden. Außerdem machen wir das Ganze im Salmon Run, weil die Rotation gerade richtig geil ist. Es gibt nämlich nur Random Waffen, das finde ich super und deshalb gehen wir rein in die erste Runde. Okay, da bin ich mal gespannt, Leute. Die erste Runde geht los. Ich bin wirklich sehr gespannt. Wasserkraftwerk Stromschnell heißt die Map, glaube ich. Und wie gesagt, alle Waffen sind komplett random. Deshalb wollte ich diese Salmon Run Rotation auf jeden Fall mit euch aufnehmen. Weil halt jedes Mal was anderes kommen kann. Oh, und ich habe den Bär Pluviator heißt der, glaube ich, ne? Was halt eine richtig starke Waffe ist. Weil die ganzen Bärwaffen, die sind halt richtig stark. Ich muss gespiegelt schwimmen. Oh nein. Oh, diese Welle. Oh je. Diese Welle, Leute. Direkt diese Welle. Oh je. Ja, geradeaus geht. Aber rechts und links geht gar nicht. Rechts und links geht wirklich gar nicht. Also, wenn ich gleich dran bin. Ah ja, dann bin ich dran. Dann bin ich dran, dann sterbe ich. Das war mir schon klar. Ja. Hilfe. Hilfe muss ich rufen. Wie schwimme ich? So schwimme ich. Okay. Danke. Ich bin wieder dran. Ja. Zu mir. Und Feierabend. Ja, gut. Aber das war auch fies als erste Welle. Direkt diese Schmutzwelle da, diesen Ansturm da von den Fans, Alter. Richtig schlimm, ey. Muss man schon sagen. Okay, Runde 2 läuft hoffentlich besser. Da bin ich gespannt, Leute. Da bin ich gespannt. Aber klar, also das ist auch im normalen Modus sozusagen. Also wenn man halt nicht diese Challenge hier macht. Das ist sowieso immer schwierig, diese Welle zu überstehen. Was habe ich jetzt? Wieder den Bär Pluviator oder was? Ja, moin. Ich bin richtig krass. Ich bin richtig krass drauf. Alter, Leute, ey. Ey, das verwirrt mich halt so sehr, dass geradeaus ist. Aber rechts und links sind nicht rechts und links, wenn ihr versteht, was ich meine. Da ist ein Boss. Und vor allem auch die Kamera ist gespiegelt. Das ist halt so schlimm. Das ist richtig schlimm. Ja, ich hol mir das Ei. Oh, Mann. Oh Mann, Leute, wie laufe ich denn? Ich bin besoffen. Ich bin komplett besoffen. Ey, ich werde den anderen halt keine große Hilfe sein, ne? Das muss man zugeben heute. Kann ich bitte? Komm, einmal so ausrichten und dann einigermaßen geradeaus. Geradeaus. Jawohl, ich habe das Ei abgegeben. Ich habe ein Ei abgegeben. Das ist also alles für heute erreicht eigentlich. Vor allem, ich habe so eine richtig starke Waffe und stelle mich richtig dumm an. Okay, hier sind Eier. Ich versuche mich mal um die Eier zu kümmern, die hier so rumlauern. Ja, da ist noch ein Ei. Ey, Finger weg. Das ist mein Ei. Das ist nicht mein Ei, das ist mein Tod. Hilfe! Oh je. Was haben wir denn? 7 von 10 Eiern? Stimmt das? Also zumindest, wenn ich gespiegelt lesen kann. Dann stimmt das zumindest. Vielleicht sollte ich auch einfach die Kamera nicht so viel drehen. Vielleicht klappt es dann besser. Die werden denken, was ist das für ein Noob? Das werden die halt sowas von denken. Ja, den anderen wiederbeleben, das geht eher schlecht. Vor allem, ich bin einer von zwei Überlebenden. Komm, ja, ich habe einen gerettet. Also ich finde, das ist schon eine starke Leistung. Von mir. Komm her. Jawohl. 12 von 10 Eiern, glaube ich. Ne? Wenn ich es richtig im Kopf habe. Toll, jetzt habe ich irgendwie Fladenbrot oder so im Hals. Na super. Während dem Spiel. Und was habe ich für eine Waffe?
Irgendeine Blasterwaffe oder so. Keine Ahnung, ey. Weiß ich nicht. Aber wo sind denn die Bosse? Wo sind denn die Bosse? Hier? Ja, Bomben werfen kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Dass ich da vernünftig was ziele. Nee. Das werde ich gar nicht probieren. Das werde ich gar... Ja. Leute! Also ich spiele so wie... Manche Leute normalerweise spielen. Wenn sie... Eine normale Steuerung haben, in Anführungszeichen. Oh Mann, richtig besoffen. Wenn jemand so spielt in meinem Team normalerweise, da bin ich der, der den zuscheißt. Also wirklich. Na, da vorne ist dieser Kanonenboss. Also der mit dieser Kanone da, mit der komischen. Der könnte tatsächlich gehen. Wir probieren es mal. Einfach mal, einfach probieren, ja. Wenn ich überhaupt zu dem Boss hinkomme. Was haben wir? 6 von 11 Eiern? Glaube ich. Ich bin halt die ganze Zeit verwirrt. Komm. Einfach nur, einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Komm. Den besiege ich jetzt. Den besiege ich allein. Na toll. Aber ich habe eine gute Leistung geleistet. Meiner Meinung nach. Haben wir jetzt 9 von 11 Eiern? Komm, das muss doch klappen. Nein. Die anderen auch tot. Zu mir. Hier sind noch Eier. Hier sind noch Eier, Meier. Oh je. Habe ich das abgefeuert? Ich hoffe, ich habe es abgefeuert. Wir dürften genug Eier haben. Aber ich bin meinem Team halt so null eine Hilfe. Aber wenigstens diesen einen Boss habe ich, glaube ich, komplett alleine besiegt. Also immerhin, dafür bin ich schon dankbar. Oh Mann, Leute. Und natürlich wie immer, das erwähne ich ja auch immer mal wieder, immer gerne Challenge-Vorschläge reinschreiben. Ich habe schon ein paar gekriegt von euch. Habe ich mir schon aufgeschrieben. Die werden dann in Zukunft auch noch folgen. Ne? UFO. Kann ich das UFO besiegen? Das ist die Frage. Ich muss halt gucken, was ist zu riskant für mich. Und was, was halt nicht. Ne? Das muss ich echt gucken. Weil, Alter. Ihr seht ja die ganze Zeit. Ich laufe nur in die falsche Richtung. Weil vorne und rückwärts, vorne und hinten... Das ist halt normal. Also das ist richtig rum. Aber rechts und links ist falsch rum. Dadurch, dass es ja gespiegelt ist und nicht alles irgendwie verdreht. Was ich natürlich hätte auch machen können, aber dann wäre ich, glaube ich, nicht so verwirrt, ne? Wenn alles, also wenn unten und oben auch vertauscht wären, ne? Wenn alles vertauscht wäre, dann wäre ich nicht so verwirrt, glaube ich. Also ich glaube, das ist schon witziger so. So, hier die Fläche einfärben, jawohl. Haben wir hingekriegt. Yes, sehr schön. Komm, geradeaus. Geradeaus, ich habe ein Ei hinzugefügt zum Körbchen. Das ist gut. Aber ich muss sagen, ich hätte echt gedacht, ich stelle mich noch beschissener an. Also man muss halt immer ein bisschen reinfinden bei sowas. Das ist halt das Ding. Ja, und die Kamera drehen ist auch schlimm. Aber wenn wir überleben, wir haben 14 von 13 Eiern, von dem her, dann ist alles okay. Aber es sind zwei tot, also ich und nochmal jemand. Ja, der Esel nennt sich zuerst. Hey, Manu, du Esel. Ich bin ein richtiger Esel. Belebt mich wieder, danke. Bringt zwar jetzt nichts mehr, aber letzte Welle geschafft, Leute. Ich bin sehr zufrieden mit uns. GG, muss man da einfach sagen. Vor allem an die anderen, weil die haben so einen Deppen wie mich hier. Und die nächste Runde beginnt wieder. Mal gucken. Können wir da auch wieder alle drei Wellen überstehen? Das wäre sehr geil. Ich hoffe, es kommt nicht wieder so eine Special-Welle. Oder wenn eine Special-Welle kommt, dann hoffentlich Tornado. Falls ihr nicht wisst, was das ist, das ist da, wo man am Strand diese ganz vielen Goldfischeier kriegt und die einfach nur zum Korb bringen muss. Und wo einfach nur normale Gegner auftauchen, nicht mal Bosse oder so. Oder tauchen da auch Bosse auf bei Tornado? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Aber Tornado ist eigentlich der geschenkte Modus. Wo ist denn überhaupt was? Hier ist ein Goldfischei. Das kann ich mir eventuell holen, wenn ich nicht komplett besoffen bin. Okay, hat sich schon jemand geholt. Ja, verstehe ich auch. Weil ich bin hier echt keine Hilfe. Ja, hier, den Typ mit Granaten bewerfen. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin, ne. Also zielen geht gar nicht. Das müsst ihr mir nachsehen. Wertes Team, das müsst ihr mir nachsehen. Zielen geht gar nicht.
Und sonst? Gibt es gerade sonst noch wo einen Boss? Oh ja, hier. Wir probieren mal. Nee. Es geht nicht. Komm. Aber ich habe ihn besiegt. Ich bin zwar gestorben, aber ich habe ihn besiegt mit meiner Bombe. Deshalb GG an mich. GG an mich. Ich habe trotzdem den einen oder anderen Boss besiegt. Klar sterbe ich. Ich meine, ja. Wer kriegt es auch hin, hier vernünftig zu zielen? Aber, ja. Anhand meinen Einschränkungen hier ist es schon okay. Ja, wow. Guck mal. Ich kann nicht mal den Korb treffen. Nicht mal das geht. Nicht mal das geht. Aber wir brauchen, glaube ich, noch ein Ei, oder? Wenn ich zumindest gespiegelte Schrift richtig lesen kann. Das weiß ich ja auch nicht. Keine Ahnung, ey. Okay, jetzt haben wir 14 von 11. Das ist in Ordnung. Es ist so komisch, diese gespiegelten Zahlen zu lesen. Aber einigermaßen klappt es sogar. Hui. Hier nochmal einen Fun-Tod. Warum nicht? Ganz ehrlich. Kann man doch mal machen. Okay, was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich habe auf jeden Fall eine Sniper. Das ist schon mal Schmutz. Das ist schon mal richtig kacke. Ja, kann ich das UFO besiegen? Eventuell? Ich habe zumindest was getroffen, ne? Hab zumindest getroffen. Das muss man mir nachsehen. Die Schlange. Ja, da stelle ich mich in die Ecke rein. Ja, toll. Und es bringt nicht mal was. Ich dachte, die Schlange geht nach oben. Aber die Schlange geht nicht nach oben. Hilfe. Ich habe eine Tür. So, danke. Und ich nehme auch noch ein Ei mit. So. Schön langsam geradeaus. Weil geradeaus geht ja, ne? Komm, kann ich... Jawohl, ich habe den Korb getroffen. Das habe ich mir auch nicht so getraut. Natürlich ein bisschen sehr langsam. Aber es hat geklappt. Von dem her. Alles gut. So, kann ich den nicht von hier treffen? Ich will nicht zu nah hin. So, komm. Der ist halt richtig nervig, der Boss. Ja, jetzt werde ich wieder sterben. Ja. Gegen den Boss kann ich halt nichts tun. Ich kann da nicht gut ausweichen. Muss ich echt sagen. Was haben wir? 9 von 12 Eiern? Und jetzt habe ich aus Versehen cool gespammt, weil ich verwirrt war. Komm, 9 von 12. Come on. Leute, werft noch Eier rein. Werft noch Eier rein, wirklich. Hier ist noch einer irgendwo. Shit. Haben wir nicht noch 3 Eier irgendwo übrig von irgendeinem Boss? Nee, das verkacken wir wieder. Das verkacken wir wieder. 11 von 12. Ein Ei hat gefehlt oder waren alle tot? Ich weiß es gerade nicht. Aber schade. Wagen wir heute noch einen Versuch? Nee. Ich würde sagen, das ist eigentlich lang genug für diesen Part. Gut Leute, dann hoffe ich natürlich, dass euch die heutige Challenge gefallen hat. Ich hoffe, es war sehr lustig für euch. Für mich war es ja sehr anstrengend. Aber ja, sowas muss es auch einfach mal geben. Einfach solche richtigen Pain-Challenges, wo du richtig den Schmerz spürst. Das muss auch mal sein. Ich glaube, ich werde jetzt noch ein paar Runden normal zocken, weil ich liebe es mit komplett random Waffen hier im Salmon Run. Das sind meine Lieblings-Rotations. Und sonst war es das für heute, genau. Schaut beim nächsten Mal auch wieder vorbei. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!